Hallo Leute, willkommen zurück. Wir sind wieder normal. Und ich würde sagen, mit denen hier haben wir geredet. Aber da fehlt ja eigentlich noch der Bombenleger. Eventuell ist der hier drin. Schauen wir mal. Beziehungsweise untersuchen wir einfach mal die ganze Stadt. Scheint jetzt nicht so. Die Katakomben werden uns wahrscheinlich auch noch nicht weiterhelfen. Na gut, gehen wir wieder raus. Um zum nächsten Dungeon zu kommen, müssen wir auf jeden Fall hoch zu den Goronen. Allerdings haben wir ja schon gehört, die bewachen, also wir haben es gesehen, dass sie alles bewachen und die Leute sagen, dass die Goronen aggressiv sind, also wird es wahrscheinlich nicht so einfach. Ich schaue nochmal als Mensch hier, wann ich etwas finden könnte. Aber anscheinend ist hier schon mal nichts und hier waren ja eigentlich auch nur Rubine. Ja. Und das ist nicht unbedingt das, was ich suche. Moment, haben wir ja schon voll. So. Das hört sich verdächtig an. Na gut. Was haben wir noch zu erledigen? Oh! Oh, Graben. Und die Möglichkeit, was anzuzünden. Hören wir uns mal ein paar Rahmen runter. Noch was? Ja. Okay, gut. Nein, ich würde eigentlich Items. Die Lampe. Eins. Zwei. Ja, okay, das hat man echt gesehen. Haha. Komm, Herzteil. Herzteil. Toll. Nein. Okay. Gut. Die bleiben da drin. Moment, ich habe einen Frosch im Hals. Entschuldigung. So, kommen wir hier runter? Nein, anscheinend nicht. Na gut. Dann haben wir hier nichts verloren. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal zu dem vernichteten Haus. Das, was wir in die Luft haben. Oder, oh, Moment, hier ist ja noch ein Gemischtwarenladen. Mal schauen. Allerdings war hier keiner. Ja, hier ist keiner. Super. Da haben wir mal eine neue Stadt und dann ist die gleich verlassen. Toll. Ja. Schauen wir weiter rum. Hier ist alles zugenagelt. Was ist das hier? Das Schild kann ich nicht lesen. Gut, dann hier rein. Und ist hier jemand? Auch nicht. Das ist... Ja, toll. Na toll. Gut, wieder raus. Anscheinend will jemand, dass wir sofort zu den Goronen gehen. Und obwohl, ich würde echt gerne noch in den Bombenladen vorbeischauen. Das ist dieser hier. Und mal fragen, ob wir nicht ein paar Bomben kriegen. Dann gäbe es zumindest schon zwei Plätze, wo ich weiterkommen würde. Bei uns Bombardro. Hallo. Arg, im Lager. Mein Schießpulver, was war das? Verdammt, elende Biester. Okay, ich würde sagen, wir haben sein Lager kaputt gemacht. Das heißt, er hat keine Bomben mehr für uns. Was ich jetzt nicht so toll finde. Und hier kann ich leider nicht gegenstoßen, um es umzuschubsen. Dann gucken wir mal hier oben raus. Man müsste ja eigentlich zu dem zerstörten Haus irgendwie kommen. Jo, richtig. Gut.
Hier ist jetzt leider nichts mehr. Das heißt, keine Bomben für mich. Schade. Okay, na gut, dann würde ich sagen, jetzt erstmal runter. Link kann ganz schön lange fallen. Und hier links ist nichts mehr. Blut? Ist das echt Blut? Im Zelda-Spiel? Ach du Heilige. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Goronen. Also erstmal nach oben. Ich könnte mir zwar jetzt noch die Schwerttechnik holen, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich nicht erstmal versuchen sollte, hier hochzukommen. Und von wegen, hier kommt keiner hoch. Im Übrigen, die Musik finde ich auch ganz cool. Die wird uns jetzt noch eine ganze Weile begleiten. Hallo! Halt! Menschen haben hier keinen Zutritt. Hier beginnt das Territorium des stolzen Volkes der Goronen. Wer hier eindringt, der wird es bereuen. Okay, ich muss ihn also aufhalten. Au! Schwächling, so kannst du gegen einen Goron nie was ausrichten. Ist dir das klar? Dann mach, dass du von hier verschwindest. Na toll. Gut. Hier kommen wir also gar nicht weiter. Allerdings frage ich mich, wie können wir stärker werden? Ja, ein Kraftarmband wäre cool, aber... Oh. Ah, du bist wohl auf. Ich hatte gesehen, dass du in die Berge gehst. Da muss ich dir einfach folgen. Versag mir, Link. Du willst ja nicht etwa zu den Goronen am Feuerberg. Das wäre viel zu gefährlich. Im Volk geht das Recht des Stärkeren. Und jemand, der nicht genug Kraft hat, werden sie gar nicht erst zuhören. Aber einen Menschen kenne ich, der genug Kraft bewiesen hat, um sich den Respekt der Goronen zu verdienen. Sein Name ist Boro, genau, der Bürgermeister deines Heimatdorfes Oron. Den meine ich, den mit dem komischen Bart, der aussieht wie Stoßzähne. Du solltest ihn besuchen und um Rat fragen. Zudem könntest du den Dorfbewohnern berichten, dass die Kinder in Sicherheit sind. Noch besser wäre es, du könntest sie mitnehmen, aber zu Fuß durch Ebene voller Monster, das wäre viel zu gefährlich. Die Kinder werden wir so lange in Kakariko betreuen, weil die Eltern in Ordern sollten sich keine Sorgen machen. Sag ihnen das. Also wir seien eh zurück, das ist gut. Das ist doch gut. Allerdings hätte ich gerne ein Pferd dafür oder die Möglichkeit, mich zu teleportieren. Eins von beiden. Und das Herz nehme ich nochmal dankend an. Ansonsten die ganze Zeit durch die Gegend rollen. Hey, mein Pferd! Was? Ach so. Hey, Pola, komm her. Halt. Ist ein bisschen aufgeregt. Okay. Da habe ich mein Pferd. Wow. Ich muss...